Noch eine Frage zum Schluss, wenn du jetzt deinen besten Freund irgendwie hättest, der kommt zu dir und sagt, er fängt jetzt das Medizinstudieren an, welche drei Top-Gedächtnistipps würdest du dem dann mit auf den Weg geben und sagen, okay, ich gönne ihm natürlich das Beste und mit möglichst wenig Zeit die besten Noten rauszuholen, welche drei Tipps würdest du dem dann mit auf den Weg geben? Also, ich würde erstmal sagen, als erstes, komm, wir gehen mal jetzt los, wir machen jetzt mal eine Route. Wir bauen jetzt hier eine Route. Wir gehen spazieren durch den Wald oder irgendwo, na, der Wald ist vielleicht nicht so gut, aber durch die Stadt oder sowas und bauen jetzt hier zusammen eine Route und ich zeig dir mal was. So, das wäre das Erste. Dann hätte der schon mal eine Route. Der zweite Punkt ist, schau dir einfach nochmal so Assoziationen an, in Bildern denken, visualisieren und versuch da was zu machen. Und der dritte Punkt ist einfach, sprich mit Leuten, also sprich auch mit anderen Medizinern, wie lernen die das? Versuch dich so sozial da an der Stelle zu integrieren, weil es hilft einfach in Gruppen zu lernen. Also klar, Lerntipps haben wir jetzt schon eine ganze Menge besprochen, aber ich würde einfach sagen, ja, also schaff dir einen Überblick über das Thema, guck dir es an, sprich mit anderen Leuten, wie lernen die das? Setz dich zusammen mit anderen Leuten, lern mit denen zusammen. Zusammenlernen hilft, weil dann sitzt man nicht so alleine da und ja, und als Bonuspunkt dann eben Happy Hippocampus anschauen. Das würde ich natürlich auch Und empfehlen. genau. Und die Techniken da, weil ihr habt echt die Geschichten halt so, würde ich es halt auch bauen irgendwie. Und klar, jeder baut seine eigenen Geschichten. Und ihr könnt auch nur Vorschläge geben, aber eure Vorschläge sind schon super. Und wenn man damit arbeitet, hat man schon 75% des Weges geschafft und ein Stück muss man halt immer alleine gehen. Und aber ihr gebt das meiste schon mit und das ist echt cool. Ehrt Also uns natürlich, super wenn das Arbeit. aus deinem Mund kommt. Ja, Ja, das ist vielen Dank. richtig gute Arbeit, ja. Kompliment. Ja. Ja, wow, vielen Dank für die ganzen wertvollen Inhalte. Ich bin ganz begeistert, was du alles mit uns Gerne. geteilt hast. Ja. Und ja, wenn die Zuschauer jetzt sagen, wow, ja, der Johannes, der hat mich richtig überzeugt, mit dem würde ich gern mehr zusammenarbeiten oder noch mehr von ihm lernen. Wie können die Zuschauer mit dir in Kontakt kommen? Ja, ich habe einfach eine Webseite, einfach johannes-malo.de oder .com, beides geht eigentlich. Und genau, da einfach mich anschreiben, da ist mein Kontaktformular drauf, da könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen und ihr seid bei Happy Hippocampus super versorgt, aber wenn es darüber hinausgeht, kann ich natürlich auch noch gerne ein paar Tipps geben. Genau, würde mich freuen, wenn ich da ein paar Ja, Kontakte kriege. genau. Ja. Du hattest ja auch schon öfters Medizinstudenten, die du Genau, ja. gecoacht hast. Richtig, Genau. also sowas kann man dann im Einzelcoaching auch ganz gut bearbeiten. Ich würde auch immer auf euer Material wahrscheinlich zurückgreifen jetzt, wenn das möglich ist. Genau, und ja, also über die Seite kann man mich kontaktieren. Cool, Ja, okay. dann Wir nochmal machen vielen wir Dank. auch unten in die Beschreibung, schreiben wir die Seite rein. Ja. Ja, dann Ja, vielen vielen herzlichen Dank, Dank, dass du die Zeit Johannes. genommen hast. Ja. Vielen Dank euch für die Einladung, hat Spaß gemacht. Danke Und und ich uns bin auch. gespannt, wenn du den nächsten Weltrekord dann Ja, oder brichst du. oder neu Ja. einstellst. Du hast ja auch noch einen Weltrekord. Ui, ja, Den den du Pi. mir vielleicht klaust dann. Ja, muss man mal sagen. Beiden. Genau. Alles klar. Ja, Okay, vielen gut. Dank. Ja, gerne. Dann bis bald. Ja, ciao. 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 Thank you.